Ja, hallo. Herzlich willkommen an der Hochschule Nordhausen. Mein Name ist Uta Breuer. Ich bin hier die Professorin für Bioverfahrenstechnik. Und unsere Frage heute ist, was haben eine Tomate und ein Handy gemeinsam? Beide sind rot. Nein, das ist nicht die Antwort. Wir haben hier zwei Lieblingsobjekte der Deutschen vor uns. 134 Handys auf 100 Einwohner in Deutschland. Das ist eine tolle Zahl. Und 28 Kilogramm Tomaten essen wir pro Jahr. Das ist das meist verzehrte Gemüse in Deutschland. Ist das die Antwort? Was wir ja vor uns haben, sind nicht nur Lieblingsobjekte, sondern sie sind wertvoll und wichtig. Schauen wir uns das Handy an. Es ist voll von Metallen und seltenen Erden, darunter solche tollen Namen wie Wolfram, Indium, Gallium, Niob, Neodym, aber auch Gold, Silber, Kupfer, Platin und Palladium. Wir haben hier ganz viele Metalle, die wichtig für uns sind. Dann die Tomate. Sie besteht aus 95% Wasser. Dann ist sie doch nicht wertvoll, aber sowas von. Wir haben Vitamin A, B1, B2, C, E, Niacin, Spurenelemente und Mineralsalze wie Kalium, aber auch das Gift Solanin. So, was machen wir nun damit, wenn wir sie nicht mehr nutzen können, wenn sie nicht mehr einwandfrei sind? Die Antwort, wir schmeißen sie weg. Okay, und wir verbrennen sie. Wir verbrennen Tomate und Handy? Schauen wir uns zuerst das Handy an. Der Akku wird herausgenommen und das Handy wird zerschreddert. Und die vorhin genannten Metalle und seltene Erden werden herausgeholt. Von unseren Handys, die wir haben, werden etwa 90% so wiedergewonnen. Wenn wir eine andere Art der Schmelze nehmen, kriegen wir auch neue Metalle oder andere Metalle heraus. Wenn wir es verbrennen, ist es weg. Oder nur sehr, sehr umständlich wiederzugewinnen. Und ich denke, wir haben gemerkt, wir brauchen die in einem Handy, damit es funktioniert. Bei der Tomate ist es ein bisschen anders. Sie wird nicht so sehr stofflich recycelt, ein bisschen schon, aber vor allen Dingen energetisch. Wenn sie also 14 Tage alt ist, sieht sie nicht mehr so schön aus, dann hat sie eine schrumpelige Haut und das Fruchtfleisch ist eingefallen und matschig. Ein klassischer Fall für die Biotonne. Und was machen wir mit der Biotonne? Jawohl, Komposthaufen. Und Sie wissen doch, jeder gute Gärtner hat in seinem Garten irgendwo, aber lassen wir das. Und wenn wir uns auf diesem Komposthaufen umsehen, wird die Tomate umgesetzt. Umgesetzt zu Stickstoffdünger, Langzeitstickstoffdünger, ein toller Name, Humin-Lignin-Komplex. Und wenn wir im Winter mal unsere Hand in einen Komposthaufen stecken, dann merken wir, dass es da warm ist und Wärme. Toll. Also stofflich plus energetische Umsetzung. Der bessere Weg, wo mehr Energie rauskommt, ist die Umsetzung dieser schönen Tomate in einer Bioabfallvergärungsanlage zu Methan. Da wird der Kohlenstoff in dieser Tomate zu Methan, dem Biogas oder einem Teil des Biogases, umgesetzt. Und daraus entsteht Energie und in dem Fall Strom und Wärme. Und der Rest von der Gärung, der Gärrest, kann auch als Bodenhilfsstoff oder Dünger eingesetzt werden. Unter den gegenwärtigen herrschenden gesetzlichen Bedingungen nur auf bestimmten Flächen, nur zu bestimmten Zeiten, aber wir können ihn nutzen. Wenn wir diese Rohstoffe nutzen, die Sekundärrohstoffe nutzen, und die fossilen und die natürlichen Rohstoffe schonen, dann haben wir das klassische Recycling vor uns. Was heißt Recycling?
wieder in den Kreislauf zurückbringen. Nun werde ich aus dieser Tomate erstmal durch die geschilderten Methoden nicht genau wieder diese Tomate kriegen. Aber da kommen wir noch zu. Dieses Recycling heißt für uns, wieder in den Nutzkreislauf zurückzuführen. Und wir haben pro Jahr in Deutschland 450 Kilogramm Haushaltsabfall pro Einwohner. Das macht unterm Strich etwa 40 Millionen Tonnen pro Jahr. Das ist eine Menge. Und es gelingt uns, von diesen 40 Millionen Tonnen etwa 55% zu recyceln. Ganz gut klappt das bei Papier, bei Metall und auch bei Flaschen, also bei Glas. Ausbaufähig ist es natürlich bei Bioabfall, dieser Tomate, und bei Elektrokleingeräten, diesem Handy. Es liegt also an uns, wie gut wir es wieder zurückgewinnen können. Bitte schmeißt es doch nicht alles zusammen in eine Tonne. Wir müssen es sauber trennen können. Das Fazit ist also, diese beiden haben eine Menge zusammen und oder gemeinsam. Sie sind beides Wertstoffe und in ihnen schlummert neben diesen Wertstoffen auch eine Menge Energie. Und wir entscheiden, wie gut wir das wiedergewinnen können. Bitte macht doch mit. Denn es ist 12:05. Wenn euch diese Themen gefallen und ihr mehr über Umwelt wissen wollt, dann kommt an die Hochschule Nordhausen. Die Hochschule Nordhausen ist eine kleine, wunderschöne Fachhochschule am Südrand des Harzes in der wunderschönen Stadt Nordhausen. Kommt her, schaut euch um. Wir freuen uns auf euch und wir nehmen jeden persönlich, der hier ankommt, denn hier an dieser Hochschule können Sie neben Umwelt- und Recyclingtechnik noch eine Menge mehr studieren. Kommt her, schaut's euch an.